einige Unternehmen sind von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir unsere Top 10 Spielefirmen, die es nicht mehr gibt, weil sie so schlecht waren. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste geht es um Videospielunternehmen, die dauerhaft geschlossen wurden. Das soll nicht heißen, dass die Spiele, die diese Studios auf den Markt brachten, alle mies waren. Manchmal sind sie einfach nur in Ungnade gefallen. Doch alle haben definitiv etwas falsch gemacht und wurden deshalb geschlossen. It's a good day to die. You always say that. It always is. Nummer 10. Silicon Knights. Das Studio hatte durchaus einige gute Spiele herausgebracht, aber der umstrittene Geschäftsführer Dennis Dayak beschloss, Epic Games zu verklagen, weil die keine funktionierende Version der Unreal 3 Engine bereitstellen konnten. Damit grub er sein eigenes Grab. Epic schlug zurück mit einer Gegenklage. Silicon Knights nutzte offenbar die Unreal 3 Engine illegal, ohne die ordnungsgemäße Lizenzierung. Hey, hey! Why are you serving him? He could be the one doing all the killing around here. Silicon Knights wurde zu einer Schadenersatzzahlung von 4,45 Millionen US-Dollar verurteilt und musste alle Spiele, die Epics Quellcode nutzten, vernichten. Im Jahr 2014 meldeten sie Insolvenz an und gründeten Precursor Games. Doch die Kickstarter-Kampagne scheiterte und der Mitgründer Kenneth McCulloch wurde wegen Besitzes von Kinderpornografie angeklagt. Das ging also auch daneben. Nummer 9. Active Enterprises. Die Firma war nicht wirklich aktiv, auch wenn der Name so klingt. Das Studio veröffentlichte in seiner kurzen Existenz nur ein Spiel, das inzwischen berühmte Action 52. Es war eine Zusammenstellung von 52 unlizenzierten Spielen, die ursprünglich für den NES veröffentlicht wurden. Doch keines davon funktionierte, wie es sollte. Es war ein fehlergespicktes, unvollendetes Chaos mit endlosen Leveln und sich wiederholenden Mechanismen. Keines der 52 Spiele war wirklich gut. Verkauft wurde es für ursprünglich 199 US-Dollar, doch nur wenige konnten und wollten sich das verständlicherweise leisten. Ironischerweise sind Action 52 Kassetten inzwischen so selten, dass sie tatsächlich an Wert gewonnen haben. Nummer 8. Mystique. Man sagt Sex Sells, aber das 80er Jahre Unternehmen Mystique nahm das etwas zu wörtlich. Sie kreierten das Spielgenre schwedische Erotik, obwohl keiner der Mitarbeiter oder irgendeins der Spiele irgendeine Verbindung zu Schweden hatte. Alle drei ihrer Veröffentlichungen waren unglaublich schlecht und extrem pornografisch. Besonders Custer's Revenge fiel auf. Spieler kontrollieren hier eine 8-Bit-Figur, die wie ein nackter Mann mit Cowboyhut aussieht und einfach wahllos nach General Custer benannt wurde. Man muss Pfeilen ausweichen und dann Sex mit einer an einen Kaktus gebundenen Indianerin haben. Was zur Hölle. Viele fanden das natürlich sehr anstößig und das Unternehmen wurde während des Crashs von 1983 kurzfristig geschlossen. Nummer 7. Data Design Interactive. DDI waren Meister darin, identische und furchtbare Shovelware-Spiele herauszubringen. Kein Wunder also, dass das Studio irgendwann insolvent ging und die Schotten dicht machte. Selbst deren bedeutendste Spiele sind dubios und unbeliebt. Fast alle davon sind exakte Klone von Ninja Breadman, eines ihrer ersten Spiele, nur mit neuer Aufmachung. Und dieses Spiel war schon in der ersten Version mies. Es hat nur 3 Level und man kann es in unter einer Stunde durchspielen. Der Spielverlauf besteht hauptsächlich darin, unbegrenzt Geschosse auf Gegner abzuschießen, bis man so viele erledigt hat, dass man zum Titelbildschirm zurückkehrt, um wieder von vorne anzufangen. Nummer 6. Titus Interactive. Das in Paris ansässige Unternehmen war am Anfang ganz gut, aber in den späten 90ern und frühen 2000er wurde die Qualität der Spiele langsam schlechter und dementsprechend nahm auch die Beliebtheit ab. Oh yeah, I almost forgot. Be careful out there.
Things are getting hot. Das Studio war einst ein potenzieller Rivale des AAA-Riesen EA. Doch dann veröffentlichten sie die berüchtigten Spiele Superman 64 und Robocop. Beides kommerzielle Flops. Superman 64 hatte viele Probleme mit DC Comics. Es war im kreativen Rahmen extrem eingeschränkt und unterlag einem 6-monatigen Genehmigungsprozess nach der Entwicklung. Das Resultat war das schlechteste Videospiel aller Zeiten. Und man erkennt sofort, warum. In short time your fate will be sealed, Superman. Nummer 5. Animation Magic. Gute Videospiele zu machen stand nie auf der Tagesordnung von Animation Magic. That'll really make 'em cry. It's a nasty kind of magic. Das gesamte Studio, das zur Hälfte in Maryland und zur Hälfte in St. Petersburg stationiert war, wurde nach mehreren Namensänderungen und Unternehmenszusammenschlüssen im Jahre 2001 geschlossen. Von den 90 Angestellten waren 2/3 Animateure. Deren Aufgabe war es, an den katastrophalen Zelda-Spielen zu arbeiten, die für das CDI produziert wurden. Here! Thanks! Zum Glück gibt es davon nur 2, The Faces of Evil und The Wand of Chameleon. Beide waren von so geringer Qualität, dass es kein Wunder ist, dass niemand mehr Spiele auf CDs macht. I wonder what happened to Link. Oh, he was a bore anyway. Nummer 4. Stellar Stone. Aus Kostengründen lagerte das Studio den Großteil der Arbeit nach Russland und die Ukraine aus. Die Spiele waren jedoch so übel, dass sie mehr Geld gespart hätten, hätten sie das Unternehmen gar nicht erst gegründet. Immerhin haben sie 6 große Titel herausgebracht. Doch nur Big Rigs Over the Road Racing ist mehr oder weniger bekannt. Big Rigs sollte ein Rennspiel mit LKWs und Sattelschleppern sein, war aber in Wirklichkeit ein kaputtes Alpha-Chaos. Es gab keinen Game-Over-Bildschirm, keine KI, keinen Sound und jedes Rennen endete mit der Pop-Up-Nachricht: Du hast gewonnen. Stellar Stone, das im Jahre 2004 geschlossen wurde, war definitiv kein Gewinner. Nummer 3. Tiger Telematics. Tiger Telematics hatte bescheidene Anfänge und entstand aus dem ungewöhnlichen Zusammenschluss eines Elektronikhändlers und eines Teppichladens. Sie hatten den Plan, eine brandneue Handheld-Konsole zu erschaffen, die der Marktdominanz von Sony und Nintendo Konkurrenz bieten sollte. Der Gizmondo wurde geboren. Doch trotz einer aufwendigen Marketingkampagne wurden bei der Veröffentlichung nur 25.000 Einheiten verkauft. Ein Jahr nach der Markteinführung meldete das Unternehmen Konkurs an und hatte über 300 Millionen US-Dollar Schulden. Außerdem stellte sich heraus, dass 3 hochrangige Führungskräfte des Studios Verbindungen zur schwedischen Mafia hatten und bereits mehrfach wegen Betrugs verurteilt waren. Nummer 2. LGN. Nur wenige Studios sind so verrufen wie LGN, das ursprünglich eine Spielzeugfirma war. Der schlechte Ruf kam daher, weil sie ein lizenziertes Eigentum nach dem anderen als Videospiel produzierten. Alle ihre Spiele nutzten den Namen etablierter Reihen, um damit schnelles Geld zu machen. Und fast jedes davon war minderwertig. Entgegen landläufiger Meinung ist LGN jedoch nicht vollständig an diesen Spielkatastrophen schuld. Denn das Studio veröffentlichte die Spiele nur, sie entwickelte sie nicht. Tatsache bleibt jedoch, dass sie fast ausschließlich Blindgänger vertrieben haben. Das erklärt auch, warum die Firma nicht mehr existiert. Nummer 1. Digital Homicide Studios. The Slaughtering Grounds war vielleicht nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten, aber Spieler waren sich einig, dass es scheiße war. Game over. Die Entwickler wollten diese hässliche Wahrheit allerdings nicht hören. Anstatt zu akzeptieren, dass sie ein schlechtes Spiel gemacht haben, verklagten sie schlicht und einfach jeden, der ihre Spiele kritisiert hat. The Steam Store page promises hilarious over-the-top action. Dazu gehörte eine 10 Millionen Dollar Klage gegen Jim Sterling wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verleumdung, sowie weiteren 18 Millionen Dollar in Klagen, die gegen verschiedene Steam-Benutzer wegen Personenschaden erhoben wurden.
Die hohen Kosten dieser gescheiterten Klagen führten letztendlich dazu, dass das Geschäft pleite ging. Scheint so, als wäre ihr Geschäftsmodell der eigentliche digitale Mord gewesen. To be perfectly honest and to back up the statement I published before this video went up, I don't find this lawsuit funny. It's not funny, it's disgusting. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.